Alles ist blau und willkommen zurück bei Going Medieval. Ja, unser großes Bauvorhaben zur Erweiterung schreitet voran. Langsam, aber es schreitet. Es schritt. Ja, na gut. Ich glaube, wir sind ausgebucht. Feldarbeit. Ist theoretisch auch noch ein bisschen. Mal gucken. So, Holz brauchen wir tatsächlich nur noch, in Anführungsstrichen, für den Boden. Ganz ehrlich, diese Dinger hier. Die können wir alle abreißen. Weil da stehen Wände drauf. Wobei ich glaube auch, ja, hier ist sowieso immer unterirdisch. Aber da können wir uns theoretisch noch mal ein bisschen Holz sparen. Was habe ich denn jetzt abgerissen? Gar nichts. Warum das nicht automatisch abgerissen wird, frage ich mich. So. Das kommt weg. Nein. Ach so, weil da Fenster hinkommen. Ja, ja, okay. Gut, gut. Gut, gut. Jetzt habe ich da eine Wand abgerissen. Jetzt habe ich hier alle Wände abgerissen, oder? Na gut, muss ich alle nochmal neu setzen. So, und das blöde Dach muss da auch nochmal drauf. Ach so, das geht natürlich nicht, weil da muss erst noch mal ein bisschen was gebaut werden. Naja, gut, wir haben ja Zeit. Etwas. Irgendeiner klopft, glaube ich, auch noch Lehm ab, ne? Ja, Kralle. Bäume haben wir hier hinten, Galliene. Was ist das? Ach so, Fenster. Ja, schwierig. Wir müssen auch bald mal eine Mauer bauen. Da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, wie ich das mache. Kralle, Bergbaustufe 11, sehr gut. Jetzt machen die hier noch doppelte Arbeit mit dem Lehm. Das ist natürlich auch nicht das, was ich will. So, schlepp das mal bitte weg. Galliene, ganz ehrlich, du schleppst das auch mal kurz mit. Bevor das hier wieder im Nirvana verschwindet. Außerdem haben wir es dann schon mal halbwegs näher an der Baustelle. Was ist das hier eigentlich? Achso, da kommt eine Tür rein. Ja. Mach mal die Holztür bitte rein. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Kralle braucht sehr lange dafür. Zack, fertig. Dann können wir nämlich auch hinten rausgehen. Und das macht das Ganze jetzt hoffentlich ein bisschen fixer. So, das muss man kurz freilassen, damit zumindest der Eingangsbereich frei ist. Was ist denn das hier? Ist ja auch Quatsch. Oh, sieht so schlimm aus. Oh Gott. Oh, das muss ich alles ersetzen nachher. Naja, gut. Wir haben ja Zeit, ne? Es läuft uns ja nichts weg. So. Oh, die Bäume sind fertig. Die bringen nur 15? Ach so, weil die noch wachsen. Ich hoffe, die wachsen auch noch höher. Damit die noch mehr Holz bringen. Das würde ich auch beim nächsten Mal gerne anders bauen. Ich würde die danach ein bisschen verlagern.
Und zwar irgendwo hier hinten hin. Und da mache ich so eine Reihen. Aber das dann alles später. Claritia. Ist das nicht runtergefallen, oder? Nee. Ach, das hier ist doch scheiße. Ist das was eigentlich? Auch nochmal Lehm. Also in der Lehmgrube ist Lehm. Das ist gut. Hier könnten wir sowieso auch mal einen Gang nach unten machen, weil das ist ja ein riesen Lehmgebiet. Jetzt könnte man eigentlich mal einen Angriff nehmen. Neuer Siedler, Knacki. Was? Queen Hilda blickte ständig hinter sich, aber es waren die blutenden Striemen an den Knöcheln von Queen Hilda, die sie als Häftling auf der Flucht verrieten. Würdest du ihr Unterschlupf gewähren? Sie könnte verfolgt werden. Wie viel kommen denn? 4 Waldbanditen, ein wilder Waldbandit. Was kann die sie denn? Oh, Meisterschützin. Ah, komm, Happy Birthday. Willkommen. Dann braucht Kralle nämlich nicht mehr jagen gehen. Wobei er immer noch besser ist, aber egal. Kralle. Komm mal kurz her. Keine Ahnung, wo du jetzt bist, aber... 5, 7... Ja... Alter, es ist... Dieses Ding ist so rappelvoll schon, das Lagerhaus. So, rüste dich mal aus mit neuen Sachen. Das ist doch das Gute, oder? Ja. Ja, das können wir ruhig anfassen. Alles gut. Und Queen Hilde nimmt sich dann den Langbogen. Hallo? Queen Hilde? Habe ich sie nicht angewählt? Du bist nicht hungrig, du sollst die Ausrüstung nehmen, Queen Hilde. Wo bist du denn überhaupt? Hinten. Wann kommen denn die Feinde? Ein Tag, 11 Stunden. Forschung. Ah, eins noch und dann haben wir's. Gemeinschaftsraum erstellt? Ach, von dem Raum hier unten. Ja. Weil da jetzt wieder ein Dach drauf ist. Naja, also ich sag mal, es geht voran. Nicht schnell, aber es geht voran. So, und das hier bitte auch mal abreißen. Weil dann können wir hier nämlich eine Treppe runterbauen. Was ist das? Ist das auch Lehm? Ja. Rohes Fleisch ist auf dem Lagerplatz verrottet. Scheiße. Wie warm ist es denn eigentlich in unserer Küche? 9 Grad. Oh ja. Übersichtlich. So, das machen wir mal kurz weg. Ja, ja, es fällt alles runter, aber das ist kein Problem. Und wir bauen uns dann mal eine Lehmtreppe runter. Ist nicht richtig. Ach so, das geht noch nicht. Kurz mal warten, bis das hier fertig ist. Zack. Zack, so, da kommt die Lehmtreppe hin. So, müssen wir zwar ja schon mal wieder ein bisschen Lehm ausgeben, aber dafür kommen wir dann auch nach unten. Robert. Ist das hier auch Stein? Ja, Kalkstein. Ah, das ist schon geil. Da kann man so terrassenförmig dann irgendwann bauen. Sehr gut. So habe ich mir das doch vorgestellt. Und jetzt können wir nämlich entspannt hier eine Etage weiter nach unten gehen und dann alles, naja, auf Kopfhöhe abtragen. Oh
Okay, hier mangelt es an irgendwas. Wahrscheinlich an dem Holz. Nee. Warum habe ich denn Lehmziegelfenster gebaut? Bin ich blöd? Halt, was ist... Halt, halt, halt. Warum habe ich denn Lehmziegelfenster gebaut? Nein, nicht sie. Oh, warum denn Lehmziegelfenster? Was? Die will ich doch. Lehmfenster. So. Auch das ist nicht richtig. Na, ein Glück habe ich es jetzt festgestellt. Habe ich davon schon was gebaut? Nee, ne? Nee. Gut, ich muss das gesamte Dach nochmal neu setzen. Ah, da kann mal bitte irgendjemand dieses Dach hier fertig bauen. Scheißegal, du machst jetzt das Dach fertig. Weil dann ist dieser blöde Tisch hier auch endlich mal wieder effektiv. Obwohl, er ist sogar unterm Dach. Aber in einem Raum ist er ja noch effektiver. Ein Tag. Ah ja gut, zwei Tage theoretisch noch. Ah, der greift die irgendwann in der Nacht an? Also im frühen Morgen, ne? Ah, gemeine Uhrzeit. Ich habe gar keine Zeit. Über die Optik lässt sich streiten von diesen Lehmdingern. Also ich finde die optisch ganz grauenvoll, die Wände. Steine gefallen mir, das muss ich sagen. Aber Lehm sieht ja ganz schlimm aus. Robert, was machst du denn jetzt? Transportiert zum Lagerplatz. Ah ja, okay. 340 Holz haben wir auch schon wieder. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Lehm haben wir, na gut, 21, aber hier hinten liegen noch etliche rum. 13, na gut, 13, 39. 4, 39. Ist gar nicht so viel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das reicht. So. Ansonsten, was sagt denn unser Weinbestand? Der sagt 0. Na gut, dann müssen wir nochmal ernten. Damit wir auch Wein wieder produzieren können. So, die Dinger sind doch auch schon wieder fast fertig, wa? Ja. Oh ja, 5 Tage, 3 Tage. Was mit den Bäumen? 19. Er wächst aber immer noch. Sehr gut. Also hier kann man uns ruhig Zeit lassen. Queen Hilda. Sehr früh wacht die Dame. Achso, da habe ich noch gar keine Tätigkeiten gegeben. Ja, du bist Jägerin Nummer 1. Kralle fällt dafür auf die 2 zurück. Wenn er besser ist, aber egal. Zimmermann, bist du auch die Nummer 1? Und ansonsten gehst du auf Bauen? Schneider eine 9. Bauen und Bergbau. Ja. Das ist der Plan. Ja, sie hat zwar da wirklich keine Ahnung wirklich von, aber ist egal. Müssen wir so ein bisschen hinstupsen, möchte ich diesmal nennen. Hinstupsen. So, 21 Stunden noch. Ich glaube Waffen. Okay, ach, Robert hat noch gar keine Waffe. Aber ich kann auch gerade keine mehr herstellen. Obwohl brauche ich gar nicht. Naja, gut, Nahkampf. Rüste dich mal kurz mit den nötigsten Sachen aus. Dann haben wir auch hier das ein bisschen freigehalten. Oder freigeräumt. Hast du normale Klamotten an eigentlich? Ja. Sie hat auch normale Klamotten an. Fesseln. Starke Eisenfesseln sind erledigt, um Gefangenen an der Flucht und anderen Unfug zu hindern. Ja, okay. Kann sein, dass das von ihr ist? Was machst du denn jetzt? Achso, ist hungrig.
Robert, transportiere sie bitte. Danke. Ach, so einen wie Robert braucht man wirklich. Alter, das geht hier auch überhaupt gar nicht vorwärts. Lehmwand. Und jetzt kann ich auch das blöde Dach nochmal setzen. Ich habe ja wieder etliche Lücken drin. So. Naja, es geht aber voran. Das mit den Türen finde ich nicht schön. Ich hätte wirklich gerne schönere Türen. Ich kann auch Leute gefangen nehmen? Nee, oder? So, jetzt wird hier mal der komische Weg mal fertig gebaut. Irgendjemand müsste übrigens auch mal wieder Wein machen. Ich will keinen direkt angucken, Kinder, aber ich glaube, du wirst das sein. Vor allem die Ressourcen sind alle mal schon drin. Muss ich eigentlich nur irgendjemand hinstellen und das machen. So, wie sieht's eigentlich mit dem Essen aus? Alter, ich habe kein Essen mehr. Habe ich Kinder nicht eine 1 gegeben in Essen? Oh, bauen hat sie eine 1. Pass mal auf, du machst mal bitte unbedingt kochen als erstes. Wobei jagen, ja, Zimmermannshandwerk und dann ist bauen ja sowieso das nächste. Ja, das passt schon. Ich habe auch sowieso gerade nicht allzu viele Nebenaufgaben, von daher alles gut. So, wie sieht's hier aus? 21, 22. Ah ja, wächst. Wächst und gedeiht. Sieht man eigentlich, wie lange die noch wachsen müssen, bis sie voll ausgereift sind? Nee, ne? So, wir machen hier so eine kleine Verbindung. Ich weiß nicht, wie viel Lehm da drunter noch ist. Ach, die ersten Dächer werden gebaut. Also zumindest sind die Materialien schon da. Baut Queen Hilda von der unteren Etage die oberen Wände? Das ist ja theoretisch, physikalisch gar nicht möglich. Aha. Okay, sie hämmert durch die Decke die Wände hin. Respekt. Respekt, meine Dame. Kinder, Kochkunst, 14. Jo. Was ist denn da los? Achso, sie isst. Sah irgendwie so verkümmert aus, die junge Dame. Wo sind denn die restlichen? Ach man, wieso macht der denn jetzt Bergbau? Du buddelst dich jetzt aber nicht in Tod, kann das sein? Clarissa? Also, Clarissa? Wenn gerade den wegmacht und sie gerade an dem arbeitet, schaufelt sie sich gerade ein eigenes Grab. Ja, Clarissa, weil du auch blöd bist. Also, sorry, dass ich das so sagen muss, aber... Boah, das war jetzt ein Fail. Was hat sie denn gerade? Untätig, ja. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, sie überlebt das. Okay, die spawnt einfach woanders hin. Na, ein Glück. Ja, das war aber auch schon wieder... Naja. Schwamm drunter, egal. So, Queen Hilda, super. Die knallt hier die Wände hoch. Alter. Das geht aber auch fix bei ihr. Gut, sind auch Lehmwände. Das geht sowieso mal schnell. Haben wir überhaupt mal Lehm? 60. So, also ich hoffe, dass wir in 5 Wochen ungefähr das Haus fertig haben.
das ist eine Arbeit. So, Forschung, Schneidern. Ach, ich weiß es nicht. Schneidern oder Holzwaffen? Komm, wir machen Schneidern, egal. Wobei aber die Schneiderei. Gibt es sowas wie eine Schneiderei? Bibliothek? Was ist denn Bibliothek? Achso, Bücherregale. Kapelle, was brauche ich denn dafür? Mindestens und zweimal Wanddekoration, okay. Ja, für die genauso. Schlafzimmer ist klar, Gemeinschaftsraum. Great Hall. Mittelgroßer Holztisch. Mittelgroßer Qualitätstisch. Steintisch. 6 Holzsessel. 8 mittelgroße Bannerwand. 4 Holzfackeln. Kann nicht haben. Heubett und so weiter und so fort. Minimale Gitterfeldgröße 50. Na gut, das geht. Also 50 ist ja... Das hier ist ja auch schon 50. Das nicht mehr. Das auch nicht. Easy. Also so eine Mega-Halle müssen wir da bauen. Die können wir aber exakt hier hinschmeißen. Ja, und die Tempel, die können wir dann, weiß ich nicht, vielleicht hier so links daneben setzen. Mal schauen. Die Dächer gehen voran. Sehr gut. Oh. Bin positiv überrascht. Gut, wir haben es auch schon 18 Uhr. So, gerade macht noch das Dach. Ja. Friar Realm. Ja, das machen wir gleich. Ja, es ist okay. Also wie gesagt, ich finde es optisch nicht das Perfekteste mit den Lehmwänden. Für mich sind Lehmwände auch irgendwie braun und nicht so grün. Aber, und vor allen Dingen gucken bei Lehmwänden irgendwie nicht noch irgendwelche Blätter raus. Aber ich kann mit leben. Gut, ne, wie gesagt, irgendwann müssen wir... Ja, vielleicht lassen wir das unten sogar in Holz. Könnte ich vielleicht auch sogar mit leben. Müssen wir jetzt nicht alles auf einmal ändern. So, ist denn eigentlich hier das Problem? Warum wird denn das nicht gebaut? Forschung verfügbar, echt? Ach, Möbel. Na komm, wir machen die Möbel jetzt. Dann können wir nicht auch gleich die besseren Betten bauen für alle. Das ist okay. Ach, und Robert, der arme Mann. Er schleppt sich dumm und dämlich. Ah, okay, jetzt wird der Boden gemacht. Was macht Kralle jetzt? Unterhaltung genießen. Gut, ab und zu misslingt man Bau. Ja, es geht. Es geht voran. Also, na gut, jetzt kommen die Feinde. Das ist vielleicht mein Nachteil. Aber ich glaube, ohne Feinde würde ich das Ganze fertig kriegen am Tag 8 im Sommer. Wie warm ist es denn eigentlich? 15 Grad. Also für Hochsommer? Gut, es hat auch gehagelt im Hochsommer. So, was? Intellekt? Kinder. Intellekt Stufe 8. Was hat sie denn gemacht? Achso, ja, neue Sachen. Nähplatz, ja. Und hölzernes Heubett, Holzsessel und ich glaube Steinsessel. Das machen wir aber, ja, wenn wir halt irgendwann mal fertig sind. Unten ist jetzt ein Gemeinschaftsraum. Ja. Bin sehr zufrieden. Es geht voran. Ich befürchte, dass irgendwann der Lehm wieder alle wird. Na gut, ein bisschen liegt noch rum. Wobei wir haben noch... Ach Gott, hier hinten stimmt, das haben wir auch noch. Den Balkon. Also Balkon in Anführungsstrichen. Das würde ich übrigens dann, wenn es irgendwann mal fertig ist, mit einem Zäunchen umranden. Das mache ich aber erst, wenn es fertig ist. Also, dass ich hier... Zack. So, das Ganze umrande. So, dann husch uns ins Bett. Ich weiß nicht, was Kralle macht. Er beschafft Bauressourcen.
Okay. Gerade bin für deinen Arbeitseifer dankbar, aber der Feind kommt in 5 Stunden. Ein bisschen schlafen, ich fehlt aber noch ein weiterer. Gott, Galena läuft ja auch noch rum. Der Feind kommt gleich, auch für Galena, ne? Wir werden gleich angegriffen, Mädchen. So, ach komm, ich überschreibe nochmal. Nur zur Sicherheit. Wobei die auch nicht sofort angreifen. Also ein bisschen pennen können wir ja noch. Dann Angriff Nummer 3. Ich bin echt gespannt bei den Waldbanditen, wie die jetzt abgehen. Also der erste Angriff war ja überschaubar. Aushaltbar. Hat denn eigentlich jeder eine Waffe? Ja. Raubzug! Diese dunklen Kerkermeister wollten deine Bewohnerin Queen Hilde und zwar sofort. Sie musste für ihre Verbrechen gerade stehen oder deine ganze Siedlung würde dafür bezahlen. Es lag an dir. Weigerten sich dem Forderungen der Angriffe nachzukommen. Oh, kommen sogar 5. Okay. Alle Nahkampfwaffen. Ich habe tatsächlich vor Sinric ein bisschen Angst. Also wegen seinen Klamotten. Hat der Eisenrüstung an? Alter, ich glaube, Sinric ist der Endboss hier. Wo ist denn meine Siedlung eigentlich? So, die Feinde sind da. Ey, ihr würdet mir einen super Gefallen tun, wenn ihr hier langlaufen würdet. Das wäre ja bombastisch. Gut, wir erhöhen mal kurz die Geschwindigkeit. Angriff gestartet. Aufwachen. Wir werden überfallen. Das ist nicht so schön. Gathert euch. Nein, die kommen da hinten lang. Scheiße. Ich versuche die mal durch die Fallen zu locken. Bescheuert. Alter, ich muss unbedingt. Ich mache erstmal die kleinen. Also die kleinen in Anführungsstrichen weg. Alter. Oh oh. Ja, Sieg. Ich hätte den Fetten wegmachen sollen. Ah, oh, für seine Rüstung hätte ich den Fetten wegmachen sollen. Die belagerten Siedler wurden im Sommer des Jahres 1359 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 2 Stunden 42. Ja, fast so wie der erste. Zum Glück überlebten alle Siedler. 4 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Kralle Baker war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Clary hat mal wieder den meisten Schaden eingesteckt. Robert Roan wurde die meisten. Wehrte die meisten Treffer, was bemerkt man soll. Einige Gebäude wurden im Bombardement. Scheiterhaufen. Alter, ihr macht mir den Cleric noch kaputt. Sinric, Cleric. Ja! Oh, der Typ ist ganz wichtig gewesen. Super! Geil! Eieiei. Der Sinric war am wichtigsten. Verletzt 2. Ich glaube, ich habe auch nur 2 Schläge kassiert. So, dann gucken wir mal. Ah, der ist Sinric. Oh, schade, dass das Ding kaputt ist. 20 Kronen. Was heißt denn Rüstungsbewertung? Wollkappe, Kappe aus Leder, was ist das? Oh Mann, die Dinger sind alle im Arsch. 3,66. Holzspeer. Knüppelsolide. Ja, da ist nichts dabei. Wollwinterkleidung, Wollwinterkleidung, Wollwinterkleidung. Gut, okay, mit Kralle 2,67.
Rüstungstreffer in Prozent. Trefferpunkte. 0,06 Rüstungsbewertung. 0,02. Was heißt denn das? 6,7 Rüstungstrefferpunkte in Prozent. Rüstungsbewertung ist gleich 0%. 6,75%. Was? Boah, ich verstehe es nicht. Haufen zersetzt sich in. Das ist mir egal. Trefferpunkte 114. Alle Gegenstände wie Waffen, Rüstung und Kleidung haben eine Qualitätsstufe. Schwach, solide, gut, ausgezeichnet, überlegen. Makellos. Höhere Qualität bedeutet, dass der Gegenstand haltbarer ist. Ja, okay. Einige Gegenstände können je nach Qualität unterschiedliche Modifikationen haben. Eine höhere Chance, Gegenstände verbessern Qualität, wenn die Feindlichkeit mit dem Gebiet erhöht. Wenn hochqualifizierte Siedler gut gelaunt sind. Ja, ja, das verstehe ich. Rüstung. Okay, also die Trefferpunkte sind wichtig. Rüstungsbewertung. Also das Ding hat eine Rüstungsbewertung von 0,07. Jetzt gehe ich mal auf Kralle. Den Helm. Rüstungsbewertung 20,5%. Das ist ja am einfachsten. Das versteht man ja. Bärdiche aus Eisen, solide. Habe ich überhaupt einen vernünftigen Nahkämpfer noch? 4. Hier, siehst du, 10. Holzspeer 3,41. Du kannst schon bei. Ja, du kannst zum Beispiel mal das nehmen. Kettenhaube 0,92. Oh, 4,87. Okay, 20. Wo ist ihn jetzt? Hier. Dann nehmen wir den hier bitte. 5,48. Ich versteh's nicht! Kettenhaube. Macht auf jeden Fall Sinn, dass das mehr Schaden macht. 2,11, 3,0 sind das. Holzmaske. Wollkappe. Der Holzspeer. Sie hat aber das. Ah, Streitkolben. 1,8. Was hast du im Nahkampf? 4. Dann nimmst du das. Ich weiß, du wolltest sie gerade hinlegen. Sorry. Holzspeer 3,0. 2,28. Winterkleidung. Und Robert 3,16. Ja. Plus das verstärkte Holzschild. Oh, die ganze andere Scheiße hier. So, wir bauen erstmal ganz kurz Scheiterhaufen. So, damit die Jungs hier wieder wegkommen. Alter, der ganze andere Müll. Ah, ich müsste mir ein Lager bauen, wo ich nur Rüstung hinschmeiße. Und Klamotten. Gut, ich will ja eh einen Schneider bauen. Von daher würde sich das anbieten. So, Claritia.
Trinken, okay. Dann behandeln wir bitte danach Claritia. Du sollst nicht beten. Komm, Wunden priorisieren. Robert müsste sich eigentlich auch hinlegen. Okay, Claritia. Was hat sie denn eigentlich? Durchbohrter Armmuskel. Ungeil. Ich verstehe zwar nicht so ganz, warum sie humpelt bei einem durchbohrten Armmuskel, aber okay. Er hat gar nichts, er hat einfach nur ein bisschen was verloren. Alter, du hast auch wirklich Pech, Claritia. Also tut mir echt leid. Wundbehandlung, sehr gut. Der Anblick einer Leiche. Ja, ja. Bestattung priorisieren. Müsste das mal vielleicht hier ganz kurz in Angriff nehmen. So, du hörst auch mal wieder ganz kurz auf zu arbeiten, also zu forschen. Arbeiten musst du sowieso. Dann hau ich mal. Ja, ja, ihr seid alle schlecht gelaunt, weil die Leichen da liegen. Ist mir klar. Genau, schlepp mal die Leichen. Nein, schlepp mal die Leichen bitte weg. Auch geil, dass er die hinten im Körbchen einfach drin hat. Alter, 5 Leute sind hier im Arsch. So, ich pack die hier mal so ein bisschen um die Ecke. Und anschließend werden wir mal die Bestattung in Angriff nehmen. Gut, also das mit den Waffen, ja, verstehe ich, aber mit den Rüstungen, das finde ich ein bisschen schwierig. So, für immer. Ist mir eigentlich auch relativ Bockwurst, wer es macht. Achso, Robert macht das schon mal, sehr gut. Für immer. Bereits in Arbeit. Schaffe Ressourcen. Ach, wahrscheinlich noch irgendwas zum Brennen, wa? Ja, okay. Gut, Robert macht das. Claritia erholt sich. Durchbohrter Arm, moderat. Brr. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Ja, die Leichen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann. Verdorbenes Fleisch. Also klar, irgendwann ist auch das verdorbene Fleisch noch mehr verdorben, sodass man es gar nicht mehr sieht. Aber das wird ja auch eine Ewigkeit noch dauern. Naja. So, meine Damen und Herren, wir machen Schluss. Unser großes Bauprojekt mit der Erweiterung wird morgen dann beendet sein. Vielleicht schaffen wir es, also am heutigen Tag hier in-game schaffen wir es auf jeden Fall noch, in dieser heutigen Folge nicht mehr. Denn ich werde jetzt Schluss machen. Morgen dann Wohnprojekt oder Wohnturm, der letzte Akt. Da bauen wir nur noch die neuen Betten rein. Kann sein, dass wir dafür nochmal Holz sammeln müssen. Und nochmal Feuertonnen und dann sind wir durch. Dann ist es fertig. Dann müssen wir unten noch die Betten rausreißen und ersetzen. Und dann haben wir 6 Einzelschlafzimmer mit guten oder mit besseren Betten. Nicht mit diesen komischen Heumatratzen oder Heuschlafstellen, ja. Sondern schon mal, dann haben wir schon ein hölzernes Heubett. Wobei ich das auch nicht verbessern kann. Ja. Karotte ist auf dem Lagerplatz verrottet? Ah, ja, gut. Das ist der Plan für morgen. Dann bedanke ich mich. 2. Angriff wurde überlebt. Unser Lagerhaus ist restlos voll. Da muss ich mir definitiv was einfallen lassen. Das machen wir dann aber auch morgen. Und dann verabschiede ich mich von euch. Herzlichen Dank. Bis morgen. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen.